Du willst das Studio endlich fertig bekommen? Nun, heute ist es soweit. Heute kommt der fünfte und letzte Part für das Wer wird Millionär Studio. Dafür beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Materials, mit UV Mapping und Editing sowie auch Shading. Wenn ihr das drauf habt, dann habt ihr das Studio fertig und ihr könnt es in einer Game Engine einsetzen. Wie immer, vielen Dank für den Support dieser Videoreihe. Denkt jetzt schon mal an einen Daumen nach oben, denkt jetzt schon mal dran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten, nach dem Intro geht's los mit dem letzten Teil von Wer wird Millionär? Viel Spaß! Kommen wir jetzt zum letzten Teil für heute des Tutorials. In diesem letzten Teil kümmern wir uns um Materials und UV Mapping. Das sind die letzten zwei Komponenten. Wir fangen mal an, was UV Mapping angeht und auch Bearbeitung von dem Lichtbogen Edit Mode. Dort können wir jetzt, wenn wir einmal alles auswählen, haben wir alle sechs Stück. Dann nehmen wir hier unten den Materials Tab und ich werde jetzt an der Stelle drei hinzufügen. Ihr müsst mindestens zwei hinzufügen und zwar aus folgendem Grund. Wir brauchen jetzt drei Stück. Den ersten nehmen wir hier oben mal kurz, einfach mal über den Button New. Den nennen wir jetzt mal kurz Lichtbogen Black. Das soll so dieses Metallische sein. Den können wir entweder mit dem Principal Shader nehmen oder über einfach Emission. Wir machen es komplett schwarz und sagen Assign. Dann nehmen wir, was wir gemacht haben, ja, ist ja, wir haben diese Kanten hier oben hinzugefügt mit diesem LED-Part von da bis da. Und auch einmal kurz gucken, am besten mit Raute. So in der Form bis hierhin. Und auch gegenüberliegend da, da und da. Das sind die Parts, die haben wir bei allen sechs gemacht. Und das wird unser zweites Material werden. Das nennen wir mal kurz Lichtbogen LED. So, assignen wir mal. Und das machen wir mal in Blue. Also dunkelblau in der Form. Assignen nochmal, sicherheitshalber. Dann haben wir jetzt als nächstes Jahr die Flächen in der Mitte hier, die Farbflächen, das ist ja dieser gesamte Farbverlauf von hier oben bis unten runter, über die Mitte genommen, bis dahin und hier und auch in der Mitte hier drüber geht es ja. Das ist der gesamte Part, wo nachher Farbe drauf kommt. Ihr seht jetzt gerade, durch die Auswahl ist hier so eine Kante markiert. Das heißt, wir haben hier innen drin, durch das Spiegeln natürlich, eine innere Fläche, die wir wirklich nicht haben wollen. Und die können wir einfach mal deleten, indem wir sagen Delete Faces. Dann ist es weg. Bei allen sechs. Deswegen, es hat sich gelohnt, da mit Alt-D zu arbeiten, damit wir wirklich das Objekt 1 zu 1 mitgenommen haben. Und jetzt folgendes. Wir nehmen jetzt auf diesem Komponenten hier ein drittes Material und nennen das mal kurz auch mal Lichtbogen Color für Farbe. Da assignen wir mal einfach mal so ein hellblau drauf. Zack. Assignen nochmal. Und dann sind die ersten Farben gesetzt. Wenn wir jetzt mal kurz ins Rendered gehen, seht ihr jetzt schon, ui, da kommt Farbe ins Spiel. Schön. Aber das ist noch lange nicht alles. Jetzt haben wir die Lichtbögen. Jetzt gehen wir zuerst einmal von den Lichtbögen weiter zum UV Editing. Das Einzige, was wir brauchen werden momentan, ist die Farbfläche hier vorne. Am Außen, an den Farbrändern, da ist jetzt bei mir keine Animation drauf, aber hier auf diesem Part, hier wird nachher eine Textur auch von oben nach unten laufen können. Aus dem Grund machen wir Folgendes. Wir wählen hier die obere Kante aus von dieser Fläche, die wir hier am Boden haben. Das ist die obere Kante, genau. Dann gehen wir einmal hier nach oben, hier hoch. Entlang der Farbfläche bis zur Spitze, gehen einmal nach rechts. Moment, hier hin. Gehen bis dahin. Damit wir jetzt für später gut vorbereitet sind, damit wir auch hier drauf Sachen animieren können, nehmen wir jetzt diesen Lichtbogen und gehen in den Edit Mode. Und zwar müssen wir jetzt noch UV Editing machen.
Dafür nehmen wir die Kante hier oben, also zwischen dem schwarzen und dem blauen hier. Wir nehmen diese Kante, gehen hier nach oben, den Lichtbogen nach oben entlang bis hierhin, weiter nach oben bis dorthin, kommen dann hier oben hin, ist ausgewählt, so, bis dorthin. So, dann haben wir die Kante hier, diese hier, ich guck mal kurz so, dann gehen wir wieder hier runter, wählen hier unten bis dahin eine Linie aus, bis hier unten hin, einmal hier drüber und gucken uns mal kurz an, wo ist der Lichtbogen, der ist hier unten irgendwo in einem Boden drin leicht. Okay, machen wir draußen kurz gucken, so. Und da nehmen wir uns noch die vorderen beiden Stücke hier und sagen mal Mark Seam. Dieses Seam hat jetzt dafür gesorgt, dass diese gesamte markierte Umrandung hier als ein zusammenhängendes Mesh in der UV-Map angezeigt wird. Und zwar folgendermaßen. Wir gehen mal mit der Markierung hiervon, so, gehen wir mal in den UV-Editing-Tab. Und wenn wir jetzt mal kurz U drücken und wir machen Unwrap, dann seht ihr hier unten, dass dieses Konstrukt, was wir da haben, hier unten hingelegt wurde. Und das ist im Prinzip jetzt nichts anderes als diese Form, die wir hier haben. Und zwar markiert ist hier unten das, das heißt, das hier ist der Part auf dem Boden, das hier ist der Lichtbogen nach oben verlaufen und das hier ist der obere Abschnitt hier oben. Wir rotieren mal um 90 Grad, dass es so aussieht und platzieren das mal wieder relativ mittig hier so drauf. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen scalen, damit wir hier nachher mehr Textur drauf anzeigen lassen können. Ihr müsst euch so vorstellen, das gesamte Quadrat hier ist nachher eure Textur. Dieser Bereich, über dem die UV-Map gerade liegt, dort wird nachher eure Textur zu sehen sein, also die ihr quasi hier ausgewählt habt. Also nur in diesem Bereich ist nachher die Textur drin und das reicht für nachher meinetwegen Farbverläufe vollkommen aus. Das hier unten noch gerade ein bisschen komisch aussieht, nehme ich noch die beiden und schiebe das Ganze gerade, so in der Form. Und dann haben wir im Prinzip unsere Textur schon dafür fertig. So, das heißt, die Lichtbögen sind mit Materials ausgestattet und auch UV-mapped. Gehen wir weiter zu den Treppen. Die Treppen sind das nächste, was wir haben. Und zwar haben wir hier einmal prinzipiell eine Treppe, besteht aus zwei Sachen. Die Sachen vorne zur Mitte hin zeigen, sind blau oder in einem Farbton. Der Rest ist einfach schwarz. Also machen wir dasselbe Schema wieder. Wir können im Edit Mode das gesamte Ding einmal auswählen, im Materials Tab zwei Materials hinzufügen. Nenne es einmal kurz hier Treppe Black, weil schwarz. Es sei denn, dann kurz die Color dazu. Sieht dann so aus erstmal. Und hier vorne neu. Das wird dann Treppe Color. Und da nehmen wir dann nur die vorderen Flächen, nämlich diese hier, diese hier. Bisschen so mit Shift. Nicht mit Steuerung. Kleiner Fehler meinerseits. Das da. Und dann haben wir hier Treppe Color. Wir nehmen mal hier auch dieses Hellblau von den Lichtbögen, so in der Form, assignen das und sind fertig hiermit. Wir gucken mal uns im Render an, wie es aussieht. Sieht momentan so in der Vorschau aus. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wenn das Light hier noch aus ist, mal kurz gucken, ist es halt momentan ziemlich dunkel erstmal. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir setzen das Light mal von der Position her auf 0. Und 0, so in der Mitte, dass es genau von allen Seiten gleich bleuchtestark ist. Und dann haben wir momentan das hier. Jetzt müssen wir aber noch Folgendes machen. Und zwar, wir brauchen auch für die Treppe eine UV-Map. Und dafür haben wir auch wieder das Mark Seam vorliegen. Und zwar müssen wir wieder hingehen, die Treppe hier auswählen, die Kante nach oben komplett auswählen, oben an der Ecke nach rechts wieder unten gehen, bis dahin. Hier sagen Mark Seam. Baloo? Was denn? Warte jetzt mal. Miau. Komm, essen. Nein, nein.
Und auch dafür brauchen wir hier Mark 7. Jetzt haben wir diese rote Kante auch hier wieder. Und wenn wir jetzt mal kurz ins UV-Editing gehen und wir nehmen uns jetzt die vordere Fläche des Ganzen, also von dort bis da unten hin, und machen einfach mal kurz U, Unwrap. Wir haben eine perfekte Leiter hier vorliegen, so wie es auch sein soll. Das bedeutet quasi, die Textur ist hier oben auf der ersten Treppe, dann kommt kurz nichts. Der nächste Abschnitt ist hier unten auf dem Abschnitt, also von der Höhe her so. Und so geht es quasi immer weiter nach unten, bis wir die Treppe unten erreichen. So, zwei Teile fertig. Wir machen weiter mit dem nächsten. Jetzt kommen wir zu den Streifen hier unten. Diese Dinger hier. Die haben wir vorhin ja mit in der Form auch, was war es gewesen, mit Alt D haben wir die dupliziert und eingefügt. Wenn wir jetzt da mal kurz ins UV Editing gehen, dann könnten wir schon sehen, wie es aussieht. Und zwar hier oben haben wir den Abschnitt, das sind die vorderen Faces. Hier hinten, die gehören eigentlich dazu, das sind hier ganz links. Und wenn wir mal kurz weiterklicken, also das hier sind die hinteren beiden. Kurz gucken, der hier, das ist dieser hier. Das ist der auf der rechten Seite. Wir gehen mal von rechts aus nach links. Das sind sie, die sind ganz hinten, ne? Wir können einfach die beiden nehmen und theoretisch auch entfernen, aber wir lassen es mal lieber. So, wir löschen den hier weg. Das Face löschen wir. Aber jetzt haben wir quasi hier vom Verlauf her, wir gehen vorne herum bis nach rechts, bis zur Wand, sind dann quasi wieder an der Wand hier. Und das heißt, wir können diesen hier behalten und den hier aber löschen. Löschen das Face weg und das hier ist ganz links, das schieben wir, das hier schieben wir also auf der UV Map nach links davor. So, bis dahin. Und jetzt folgende Situation, wir werden die beiden, diese Streifen nehmen wir hier und ziehen die mal in die Mitte dieser Map. Dann können wir jetzt nämlich die auch in der Breite ein bisschen anpassen, so, und die Zylinder, die wir hier unten haben, diese Kreisflächen, schieben wir mal. Ja, die können eigentlich hier liegen bleiben. Die stören eigentlich überhaupt nicht. Wir schieben die mal kurz nach oben, nach Y-Achse, und schieben das Gesamte hier nochmal nach unten. G, Y nach unten. Das gleiche wie in der Blender-Szene eben. 1 zu 1 dieselbe Steuerung. G, Y und dann dahin. So. Das bedeutet jetzt für uns Folgendes. Wir haben gerade mit dieser Anordnung dafür gesorgt, dass diese Streifen hier von einer Textur die untere Hälfte einnehmen. Würden wir jetzt also die oberen Wandstreifen nehmen und das genauso machen, wie es vorher war, sprich die hier oben bekommen die obere Hälfte, dann haben wir nachher einen Animationsverlauf folgender Form. Die Textur verläuft erst, wenn wir sie von oben nach unten schieben, erst über die oberen Streifen und danach, weil die hier nur unten das untere Hälfte nehmen, erst dann unten drunter. Das ist Hallo? Ich bin am Aufnehmen. Nein! Nein, Balu! Nein! So, um das zu erreichen, nehmen wir hier oben aus dem Edit Mode raus, wir nehmen diese Stange, gehen wieder in Edit Mode rein und sehen hier oben selbes Dilemma quasi, wie unten auch das gleiche Problem. Wir schauen mal von links drauf, dann haben wir gesehen, ihr habt eben diese Kante hier, beziehungsweise dieses Face, was wir hier hatten, das war quasi nicht sichtbar gewesen, das konnten wir also löschen, genauso wie auch das hier. Die beiden konnten also weg, whoops, und dann haben wir jetzt in der Form wieder die UV-Map hier vorliegen, schieben den hier wieder nach links rüber, ist leicht daneben, aber nicht weiter schlimm, so in der Form, zack, und dann kopieren wir das hier und wir schieben die wieder in die Mitte der Map, das ist so, wir scalen die auf der X-Achse, haben das hier liegen und haben dann obere Hälfte der Animation läuft hier drüber, untere Hälfte läuft hier drüber. Jetzt machen wir noch Folgendes und geben dem Ganzen ein Material, und zwar genau ein einziges, weil ein Material hat einen Shader und wenn ein Shader eine und dieselbe Textur verwendet, haben wir da natürlich für uns Vorteil. Und zwar hier oben die Dinger bekommen alle von mir ein Material mit dem Namen, nennen wir es mal,
nennen wir es mal kurz einfach mal Wandbeleuchtung oder Wand, ja, mach mal Wandbeleuchtung, ist das Material davon. Und das Ding wird erstmal auf dunkelblau gesetzt für den Moment, so in der Form. Und das können wir ja komplett assignen im Edit Mode hier. Einmal assignen und bupp, drauf ist es. So, hier unten drunter, das kriegt kein anderes, und zwar machen wir es genauso hier, Wandbeleuchtung hier in der Form, wir machen dasselbe Schema, machen Edit Mode, wählen alle aus und assignen das auch hier. So, und jetzt haben wir Lichtbögen, Treppen, Wandbeleuchtung haben wir fertig. Wir gucken nochmal uns in der Render View das Ganze an, sieht momentan so aus. Und jetzt nehmen wir mal kurz die Tribüne. Die Tribüne kriegt nichts anderes wie ein einziges Material, das machen wir kurz mal so. Und das haben wir einfach mal Tribüne Black. Die Tribüne wird einfach schwarz werden. Wir assignen das komplett und wählen Farbe schwarz aus. Haben schon fertig und sieht Ganze so aus. Bei den Stühlen hier oben nicht anders. Edit Mode, auswählen komplett. Wir nehmen hier ein neues Material, sagen Stuhl Publikum Pop und wählen da aus einen Dunkelblauton, so in der Form wie das hier, leicht schwarz, und assignen die einfach mal auf alle. So, sieht das Ganze so aus. Dann bei der Studio Bodenplatte ist es nicht viel anders. Wir nehmen das gesamte Ding einmal komplett, sagen kurz neuer Material einmal, zweimal brauchen wir nämlich, und zwar einmal kurz Bodenplatte Black, das nehmen wir komplett. Die Bodenplatte wird komplett auf schwarz gesetzt, erstmal für den Moment. Und dann haben wir noch den inneren Ring hier auf dem Boden, diesen LED-Ring, das werden sollte. Da machen wir dann neu Bodenplatte LED. Und den machen wir blau. Und dann auch einmal hier Assign. So, zack. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Und dann sind wir auch schon bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig. Die Stangen im Boden hier, die kriegen von uns auch ein UV-Mapping in der Form. Und zwar folgendermaßen. Wir gucken uns im UV-Editing nochmal eine von denen an. Ihr seht schon, die liegen perfekt eigentlich. Da würde ich sogar gerne die ganze Textur nehmen, statt nur die halbe. Also schieben wir einfach die beiden hier nach unten raus und machen dann hier bei der Kantenauswahl einfach den hier, zack, und machen GY bis ganz nach unten. So in der Form, und sind da schon quasi fertig. Dann den hier auch hinterher, dass die hier auf gleicher Höhe wieder liegen bleiben, und dann kommen die hier auch wieder nach oben. Die Punkte sieht man ja eh nicht, weil die ja in der Boden bzw. in der Mitte Wand stecken. Deswegen alles gut, was es angeht. So, und dann ist auch da das UV-Editing fertig und wir wählen noch ein Material drauf an. Edit Mode auswählen. Wir machen mal kurz neu. Nennen wir es mal kurz mal Ground oder nennen wir es mal kurz mal Plexiglas Beleuchtung. Upp, so in der Form. Wählen hier mal einmal das hier aus und machen Assign. So, dann haben wir die auch in Blau vorliegen und wir haben eigentlich alles bis auf jetzt die Mitte hier unten auf dem Boden. Das ist das Ding hier, die Stühle hier in der Mitte und die Halterungen. Die machen wir noch hinterher kurz. Und zwar folgendermaßen. Hier nehmen wir einmal das gesamte Teil, sagen dann kurz mal zwei Materials brauchen wir. Einmal neu, nehmen wir es mal kurz mal Spiel, das ist Mitte und dann Black, wie immer. Das Ganze soll schön schwarz aussehen, dass es auch so diesen metallischen Look hat. Und dann hier neu, nennen wir es mal Mitte Color. Und dann assignen wir hier einmal und die Farbe, die hier drauf kommt, wird dann auch erstmal blau werden. So, dann haben wir das da. Und jetzt zu den Halterungen und den restlichen Stühlen außen. Die Halterung ist das Einfachste, weil da gibt es auch nur zwei Materials. Wir arbeiten mal alle von denen parallel und sagen folgendes. Erstens, hier dieser komplette Part von oben bis unten wird erstmal, sind wir in den drei Stück, das erste ist neu, Halterung, Black, also metallische schwarze Look wieder, wie immer, machen wir mal so, assignen wir einmal. Dann haben wir als zweites Halterung Color, nennen wir es mal, das ist dieses hier, und dort kümmern wir uns um ein dunkelblau, so in dem Ton circa, und wir nehmen nur die Spur von da bis da unten hin und machen hier Assign, das ist das da. Dann haben wir noch als drittes Material, was wir verwenden könnten, hier oben in der Mitte den Monitor. Und zwar könnten wir hier ja im Prinzip
Jetzt einfach nur Halterung Screen sagen. Also für den Moment können wir sagen, das Ding ist erstmal schwarz, aber wenn ihr da ein PNG draufklatschen wollt von dem aktuellen Spielverlauf, dann könnt ihr meinetwegen jetzt dafür dieses Material hier nutzen. Und auch genau für diesen Fall der Fälle zeige ich euch nochmal kurz UV Editing. Das Ding ist ein Viereck, also viel falsch machen kann man da nicht. Wir sagen einfach mal Unwrap und haben dann das hier so in der Form. Jetzt mal ganz kurz gucken. Wie rum ist das Ding? Welcher Vertex ist wo? Wir wählen mal die beiden hier oben links aus. Das sind die oben rechts. Also. Balu! Nein, jetzt nicht. Warte, 15 Minuten. Wir wählen die beiden hier oben aus und erkennen, okay, das sind die hier rechts. Das bedeutet für uns ja, wir müssen diese gesamte Fläche, die wir haben, erst einmal skalieren mit y minus 1. So, wenn wir jetzt auswählen, dürfte die Kante hier oben rechts sein, bei uns gerade unten rechts. Passt also. Wir rotieren um 90 Grad, so in der Form, und schieben das mal so hier hin. Dann skalieren wir nochmal y-Achse nach oben und nach unten, so bis dahin, und haben die Textur genau drauf. Das ist alles, was wir brauchen dafür. Und sind hier auch quasi wieder fertig. Jetzt können wir zurückgehen und sehen, hier sind wir auch ready. Wir nehmen noch die letzten Stühle und machen uns auf den Endspurt. So, also die Stühle hier werden genauso aussehen wie außen die, deswegen drei Materials. Einmal für die Halterung, einmal für den Sitz, einmal für die Lehne und fertig haben wir es. Also drei Material-Slots, erstens, zweitens, drittens. Hier machen wir mal kurz mal rein, Stuhl, nennen wir es mal kurz mal Black. Die unteren Halterungen sollen so schwarz-grau sein, also die soll man quasi nicht sehen können wirklich. Die machen wir so in so einen komischen Grauton, es seien wir einmal. Dann machen wir als nächstes erstmal hier kurz Stuhl Color, die Farbe des Stuhls selbst. Die werden wir auf so ein dunkelblau, wie dieses typische Hot Seat ist, auch machen, also so fürs dahin. Dann hier einmal unten runter, hier zurück, hier nach oben, dann bis dahin, die Seite hier und die Seite da und das hier oben auch noch mit und dann machen wir hier Stuhl Color Assign und die Dinger sind dunkelblau. So, und dann bleiben mir nur noch die, ja, diejenigen, die eigentlich nur noch in der Ursprungsfarbe sind, und zwar die Armlehnen. Die werden wir auch mal auswählen. So, machen wir mal kurz mal hier von da aus bis dahin, dann von da aus bis dahin, bis da oben, von hier aus zurück, hier runter, genauso von hier aus darüber, hier hin, dahin, hier nach vorne, nach unten, zack, und auch umgekehrt, von dort aus hierhin bis da. Und jetzt haben wir da die Armlehne, machen wir neu, machen wir Stuhllehne und die werden wir diesen typischen Goldton, die haben, immer so geben. Also hier so ein komisches Orange-Gold, man erkennt direkt, was mit denen eigentlich gemeint ist. So, jetzt sehe ich schon, die Farbe bei denen ist jetzt nicht assigned worden, doch jetzt schon. Jetzt haben wir hier diese typische Hot Seat Color. Also diese heiße Stuhlfarbe. Diese heiße Stuhlfarbe. Und jetzt machen wir aber ein bisschen anders. Das Blau ist zu stark. Dann nehmen wir jetzt die Farbe ein bisschen weg. Wir gehen runter mehr Richtung so ein Schwarzton. Dass es wirklich so ein bisschen Farbe weg ist. Die Lehne ist auch zu hell. Da geht mehr so in so einen Olivton rein. Und machen das Ganze mal so. Und jetzt zum Abschluss hier hinten die äußeren Stühle. Gleiches Schema wie die in der Mitte. Also gehen wir hin. 1, 2, 3. Die Materials haben wir schon. Wir fangen an mit dem Stuhl Black, dann kam die Stuhl Color, wo haben wir es? Da. Und wir haben Stuhl Lehne. So, jetzt nehmen wir einen von denen hier, gucken uns den einmal an, Edit Mode, Color von da oben, dann nach unten, hier unten rum, hinten wieder hoch, schwupps. Dann das hier und das da und wir machen darauf Stuhl Color, zack. Dann die Lehnen kriegen einmal das gesamte Ding hier bis dahin und auch hier unten, so bis da
Und die beiden, die hier, na, nicht ganz so. Die beiden hier aber, das hier fällt weg. Diese hier, diese, diese und diese. So, wir haben alle Faces, korrekt. Und sagen, das ist Stuhl Lehne. Gehen nochmal raus und sehen die Außen. Und sehen die Außen sehen genau aus. So, jetzt haben wir noch da hinten unseren Eingang. Das letzte Stück des Ganzen. Und dort können wir jetzt auch mal hingehen. Wir machen im UV Editing mal kurz das Plane auf. Wer hätte gedacht, es passt natürlich genau auf eine quadratische Textur drauf. Wir müssen nur gerade gucken, wie rum ist es rotiert. Die Kante, die ausgewählt wurde, die obere Kante ist links. Also müssen wir das Ganze um 90 Grad nach links drehen. Also rotieren wir um 90 Grad so. Jetzt müsste die obere Kante oben sein. Perfekt. Und jetzt machen wir hier noch ein Material drauf. Und das nennen wir einfach mal kurz Screen und sind dann fertig. Screen. Und da kommt jetzt erstmal als Color, Base Color so ein Blut drauf. So ein dunkelblau meinetwegen, auch so in der Form. So, und damit sind wir quasi fertig. Das ist das Studio. Und damit wir jetzt sehen, wie das Ganze fertig aussieht, machen wir Folgendes. Wir setzen die Materials auf Emission. Und gucken mal, wie das eigentlich so in Summe aussieht. Wir fangen mit den LEDs an, nehmen als Shader hier den Emission Shader und machen Farbe blau. Dann nehmen wir das Ding in der Mitte, die Color, auch statt Principled nehmen wir Emission und hellblau. Boom. Dann Treppe, selbes Schema. Color kann auf Emission gesetzt werden. Farbe, boom. Die Wandbeleuchtung hier oben, Emission. Und blau. Boom. Dann, was haben wir noch? Die Sachen im Boden. Das ist die Plexiglasbeleuchtung. Von Principle auf Emission. Blau und boom. Das ist das hier. Und jetzt noch, damit das Ganze ein bisschen fancier wirkt, machen wir noch die Tribüne Black auf Emission. Und zwar werden wir das komplett schwarz lassen. So, zack, so in der Form. Und bei dem Rest der Studio Bodenplatte machen wir es genauso. Erstmal die Bodenplatte auf komplett schwarz setzen in den Mischen. Boom. Und dann noch dazu den LED-Streifen hier unten auch auf Emission blau. Boom. Und dann haben wir momentan eigentlich ein, sagen wir mal, in der Form Studio, was mit Beleuchtung nicht mal so schlecht aussieht. Ich werde vielleicht noch die Lichtbögen spaßeshalber auch mal auf die Emission schwarz setzen. Einfach nur zum gucken, wie das aussieht. So, ist doch gar nicht mal so schlecht. Den Screen da hinten nehmen wir auch noch gerade mit, wenn wir schon dabei sind. Machen wir einmal von Emission blau draus. So in der Form. Und dann haben wir hier das Studio jetzt. Das sieht momentan so aus. Jetzt ist natürlich noch eine Sache, die gerade auffällt. Und zwar, schaut mal im Studio nach oben. Oben ist noch nichts. Wenn wir jetzt dieses 3D-Modell theoretisch in eine Game Engine wie die Unity Engine importieren würden, dann wäre darüber die Skybox, also der Himmel zu sehen. Bedeutet für uns, wir fügen noch einen Cube ein und machen mal kurz diesen hier. Dieser Cube hat eine Size von, ich würde jetzt sagen, 26 Metern. Das klingt ganz gut und akzeptabel, so in der Form. Und zwar repräsentiert dieser Cube jetzt nämlich die Studiohalle. Und wir nehmen jetzt hier unten den Boden ein bisschen nach oben, so Richtung Nullerachse. Sagen wir mal, das ist die Kante hier, bis da so hin können wir gehen, also 12 Meter plus, bupp, dann haben wir das hier und das Ganze umgekehrt genauso, hier hinten können wir ein bisschen rausgehen, nach hinten in der X-Achse, hinter die Mauer, so bis dahin vielleicht und hier brauchen wir auch noch ein bisschen was mehr, für den Fall der Fälle mit Kamerakran, falls wir arbeiten wollen und sowas, können wir auch noch ein bisschen nach hinten gehen, brauchen wir, das Studio ist Pi mal Daumen so groß. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, hier eine wunderbare Halle. Ich mache das Light mal kurz aus und das Ganze sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier außen geben wir jetzt dem Ganzen einfach ein Material, nennen das mal kurz mal Halle. Und diese Halle sieht einfach mal schwarz aus. Emission auf schwarz setzen, boom. So. Und dann sieht das Ganze hier so in der Form aus. Problem ist jetzt natürlich nur, diese Halle hier außen hat seine Außenseiten
nach außen gerichtet, also vom Studio aus weg. Das heißt, wir werden in Unity meinetwegen niemals hier eine schwarze Wand sehen, sondern den Himmel. Was wir jetzt machen können, um das zu preventen, ist folgendes. Und zwar, wir nehmen den gesamten Cube, machen Shift-N im Edit-Mode und wählen hier unten links Inside aus. Da sind jetzt nämlich diese Außenseiten von dem Würfel auf der Innenseite des Studios und das heißt, von innen wird man nach draußen nie wieder sehen können. Was ich gerade noch sehe hier unten ist, da fehlt uns noch ein Material, das machen wir noch eben auf Black und zwar Principle BDSF aus Emission umstellen, Farbe schwarz und dann Mitte Color nehmen wir noch mit und machen hier Emission blau. So. Und hier außen wir den auch. So, Emission, zack, auf blau. Und das hier außen, Emission, schwarz. So, das ist doch mal ein Studio, was man mit in Summe 3,5 Stunden Arbeit machen kann. Als Bonus für euch folgt jetzt noch ein kleines Tutorial. Und zwar folgendes machen wir jetzt noch. Jetzt seht ihr das Ganze in Farbe, sieht so aus. Ich speichere das mal eben ab, mache davon noch eine Kopie und sag mal Studio Tutorial 2. Das ist unser Zusatz quasi. Und was wir jetzt machen werden, ist noch kurz den Shading-Tab beleuchten. Im Shading-Tab werden wir jetzt für die diversen Komponenten, die wir hier haben, noch Texturen einfügen. Und zwar, wir werden jetzt mal uns zum Beispiel den Lichtbogen nehmen. Da haben wir hier unten Slot 3, das ist die Lichtbogen-Color. Slot 1 ist Material Black. Wir nehmen mal die Color. Und wenn wir jetzt mal unsere Textur nehmen und ich ziehe dir mal dieses PNG, dieses JPEG, egal, ich ziehe es mal hier in Blender rein, taucht es hier als Image Node auf. Wenn wir jetzt diese Color Nudel hier nehmen und hier an Color stecken, dann ist dieses Material hier auf den Lichtbögen drauf. Ihr seht es gerade hier, hier oben ist hellblau, hier unten ist weiß, hier unten ist hellblau wieder. Sieht das schon mal ganz fancy aus. Und nehmen wir das jetzt mal auch für zum Beispiel die Streifen hier außen, selbes Schema, im Shading Tab, das ist die Wandbeleuchtung, der Gradient kommt mal hier rein, ich setze ihn mal hier oben drauf, zack. Was erkennt ihr jetzt? Naja, durch das UV Mapping, was wir vorhin gemacht haben, ist die obere Hälfte hellblau mit weiß, das war der obere Kramtextur, und hier unten läuft er von weiß nach hellblau, also diese Textur verläuft 50-50 auf den Streifen hier oben, als auch den Streifen da unten. Und es wirkt perfekt einfach in der Form. Deswegen, so kann man mit simplen Tricks arbeiten. Und wir machen das mal kurz auf den Boden auch noch spaßeshalber drauf. Weil wir es können gerade so. Einmal hier hin. Zack. Und dann einmal da drauf. Dann hätten wir das hier. Wenn wir mal kurz die tauschen gegen diese hier. Das ist auch eine von meinen eigenen. Zack. Können wir es auch so aussehen lassen, theoretisch. Es gibt viele, viele Kombinationen, wie es aussehen kann. Aber das ist jetzt nun mal so das Sahnehäubchen des Ganzen. Deswegen spielt damit gerne rum, probiert es aus. Und wenn ihr sagt, ihr seid zufrieden, dann lasst es so. Ja, Freunde, das war das Tutorial. Es sind gut 3,5 Stunden vergangen seit Beginn dieser Aufnahme gerade. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet von Blender was mitnehmen. Ihr konntet sehen, wie ich sowas mache. Ihr habt vielleicht euch auch Techniken aneignen können. Seid wieder mit Blender warm geworden. Oder habt einfach Spaß am Modellieren gefunden. Ich würde mich in jedem Fall über einen Daumen von euch sehr freuen. Gerne auch ein Abo da lassen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt. Auch was ihr gerne sehen wollt, meinetwegen. Ob es andere Game-Shows sind oder andere Sachen, die ich für euch mal zeige, so wie man die modellieren kann. Oder wie ich sie modellieren würde in dem Moment. Schickt mir gerne eure .blend-Files, eure Projektdateien von diesem Tutorial hier, wenn ihr es mitgemacht habt, an diese E-Mail-Adresse hier und sagt mir auch, wie lange ihr gebraucht habt, wo ihr euch aufgehangen habt. Gerne auch in den Kommentaren Bescheid sagen oder auf den Discord kommen. Den Link findet ihr gleich in der Endcard. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Glocke aktivieren ist natürlich wie immer Pflicht. Abonnieren wäre toll. Like wäre wirklich ein Träumchen. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein und Endcard für euch. Ciao, ciao.